drop. Drop top, drop top. Smoking up, cooking the hot bar. Fucking on your bitch, yeah. Dot, dot. Stay tuned, wir sehen uns. Ich hab gesehen, das ist voll cool, wenn man das auf die Stirn klatscht. Hast du bitte 3 Euro für mich? Komm, ja, Frauen, Kinder, bitte, bitte, 1 Euro. Verpiss dich, Junge. Hellas! So, herzlich willkommen, Männers, Boys and Girls. Wir melden uns mal ganz kurz. Unterwegs. Wir haben circa 450 Kilometer bis zu Stivoslav. Ich leak jetzt mal nicht deine Adresse, Bro. Und dann schauen wir ganz entspannt Frankfurt-Spiel gegen Barcelona. Oh. Nächster Stopp ist erstmal Megas was fressen. Ah, ich hab Kohle auf, Alter. Auf entspannter Reno was essen. Hey Tommy, wieso bist du eigentlich pisst? Verdammte Scheiße, ich bin gerade blitzt worden. Digga, wir sind gerade erst losgefahren. Und das Ding war gefühlt so groß wie ein LKW und ich hab's nicht gesehen. Yay! Ausgewogene Ernährung, sagst du? Was soll ich sagen? Das ist Cheat Day. Was hast du bestellt? Genau, ein Double Big Mac. Was erwartest du dir vom Burger? Wenn er nicht gut ist, dann wird's ein paar Bugs helfen. Stark. Digga, ohne Scheiß. Wir sind so wenig Liebe zusammengebaut. In Germany we say, voila, der Burger war nicht gut. Der ist voll trocken. Aber Big Mac ist geil. Ich hab schon mindestens 500 Big Macs verdrückt. So siehst du aus, Fetzer. Bisschen trocken. Ja, okay. Bisschen mehr Soße, aber sonst Big Mac halt. Ja, da, wir sehen uns im Auto. Hey, mit den Boys. Mahlzeit. So, wir haben gediegen gespeist. Wir haben uns ein bisschen das Ganze kosten lassen. Wir waren exklusiv essen. Boah, ich sag dir auch ehrlich, es fühlt sich gut an, so frisch zu essen. Nicht das immer dieses Fastfood-Dreck. Ja, sag ich auch. Man merkt die Liebe einfach, die drinsteckt. Safe, wirklich. Safe. Der Koch hat sich Mühe gegeben und das ist verdammt wichtig. Safe. Wir haben den nächsten Zwischenstopp gleich. Sagen wir so 20 Minuten Fahrt. Wir müssen noch was ganz Wichtiges erledigen. Wo das sein wird und was wir erledigen müssen, seht ihr gleich. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen richtig kranken Übergang, wenn ich klatsche. Okay? Okay. 3, 2, 1. Was machen wir hier? Das ist natürlich noch ein Gastgeschenk besorgen. Und was trifft sich da besser? Divo, wenn du das Video siehst, hast du schon bekommen. Das ist genau das Richtige für dich. Thomas, was ist der aktuelle Mood? Ziemlich beschissen, Digga. Wir sind jetzt schon, es staut sich schon leicht. Ja, ja. Auf dem Navi steht jetzt schon eine Stunde länger. Big Uff! Bleib Mitte. Soll ich ihn snacken? Soll ich ihn überholen? Alter, traust du dich eh nicht. Niemand, oh mein Gott, er traut. Oha! Tschüss. Oha! Woher wusstest du, dass ich Lewis Hamilton bin? Ich sag dir ehrlich, das kommt von den F1-Erfahrungen. Hier setze ich meine F1-Skills um. Stay tuned, bleib dran.
Perfekt. Keine gefühlt 2 Minuten nach dem letzten Video. Thomas, Statement. Nice. Zeig mal das, Junge. Woo! Mach den Porsche bleiben. Da vorne, schau ihn dir an. Den krieg ich. 10 auf den Porsche. 12 auf mich. Okay, Wette gilt. Verdammt, was bist du für eine lahme Krücke? Verdammt! Verdammt, was ist mit dir los? Mein Gott, was ein... Oh, der... Hallo! Wen haben wir denn da? Hallo! Was geht ab mit uns? Stimoslav aus Bananasplit. Ich glaube, wir waren mehr im Stau, als dass wir gerade ausgefahren sind. Also in der Wirklichkeit hat er sich 5-mal verfahren, weil er kein Navi lesen kann. Und das ist jetzt so war's. Ende, so Ende und der Geschichte. Nicht anders. Ach, ich scheiße auf euch. Wir sehen uns im nächsten Part. Hey Peppi, was kaufen wir hier? Boah, Junge, geiles Panorama. Stivo, was ist dein Tipp für heute Abend? 1-1. 1-1. Peppi? 3-1 Frankfurt. Das sind die richtigen Fragen. Ich glaube, also no front, ich glaube, es ist 2-2 oder so. Also, wenn ich mir unterschreibe ich. 2-2 unterschreibe ich. Okay. Fühle ich. Aber ich habe gehört, jetzt erwartet hier uns hier was. Guck mal, die können das nur mit dem Feuerzeug. Das sind so richtige Amateure, Alter. Die trinken meine. Meine Oma, die kann besser Flaschen aufmachen wie die. Steve, erklär uns die aktuelle Lage. Okay, ja, ist jetzt Stau hier. Wir sind einmal falsch abgebogen, weil wir nicht mehr schnell genug rüberkamen. Und guckt euch das an, Wildpink. Unglaublich, so eine Frechheit. Bodenlos. Ciao. Ciao! Der bleibt da, oder? Ja, egal, die Karte verticken wir, 400 Euro, easy. Easy! Dobardan, aus dem Auto. Aus Bananasblut. Wir sind seit... anderthalb Stunden? Ach ja, sowas unterwegs. Stehen im Stau. Einmal kurz nicht aufgepasst, vorbeigefahren, jetzt Parkplatz voll, nächste Parkplatz. Ich würde sagen, wir leichten uns die ganze Fahrt, bisschen Steffen. Zum Wohle! Zum Wohle! Wir haben es geschafft, wir haben einen Parkplatz gefunden. Jungs, was sagt ihr? Wie weit haben wir es ungefähr? Ich glaube, wir haben ungefähr 16 Kilometer. Stevens, Statement zum Rucksack. Ganz kurz, Stevo, Statement, wen haben wir hier getroffen? Ich wollte eigentlich keine Ahnung. Besoffen. Auf einmal sagen die, ich wollte einen Vlog machen. Ganz kurz, kannst du dich vorstellen, wer du bist? Servus, hallo, mein Name ist Flu. Auf der ganzen Welt.
dein Tipp für das Spiel heute? Ich sage euch ehrlich, 0 Barcelona. Scheiß Barcelona! Scheiß Barcelona! Ich singe Scheiß Barcelona! Scheiß Barcelona! Scheiß das! Mit der Rücken Nummer 6, Christian! Ja, Kroatien! Schalke will 2-0 gegen Barcelona spielen. Ah, was kommt denn mit Schalke? Ich kann euch erzählen, wo Schalke nächstes Jahr spielt. In der zweiten Liga. Schalke. Schalke wird safe euer Champions League nächstes Jahr. Simo, Resümee zur ersten Halbzeit. Also, wir hätten 1-0 führen müssen, mindestens. FC Barcelona ist gut im Spiel, aber Eintracht Frankfurt ist besser. Was wollt ihr mir erzählen? So ah, wer will denn hier was erzählen? Barcelona kann nach Hause fahren. Ey, du musst doch mal jetzt ganz... Ich fahr mit dem Flugzeug. Ich fahr heute aus dem Fahrrad. Mit viel Kampf und noch mehr Leidenschaft erkämpft sich unsere Eintracht in Unterzahl 1:1 gegen den FC Barcelona. Yeah.
20 Uhr. Peppi, Statement zum Spiel. Mann, super und ein geiles Spiel. Zufrieden mit dem Ergebnis? Zufrieden. Stivo. Was geht? Ich stimme fast weg. Geiles Spiel. Fußballgott hat predicted 1-1. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall ein geiler Abend, Jungs. Finde ich auch. Sagt, ich würde sagen, der Gastgeber beendet das Video. Jungs, lasst mal ein Däumchen nach oben da. Tut mal ein bisschen hier den Algorithmus dribbeln und mach mal ein bisschen Kommentar. Mach mal ein bisschen Randale. Wir sind raus.